Willkommen zurück zu Scum und heute kein Team, sondern nur Deathmatch. Sowas von Deathmatch. Und natürlich mit Koya und Hippo. Hallo. Servus. Ja. Deathmatch. Jeder gegen jeden. Wildes Geballer auf dem Community-Server wieder. Und ich mittendrin, ausgerechnet. Ich nehme jetzt mal diese komische M1, wovon der Coach immer so schwärmt. Wie viel sind denn? Oh, ich wollte gerade mal gucken, wie viel hier drin sind. Zack, Hose. Huch. Ach, dann hat er dich umgeholzt. Ich hab nicht geschossen. Ja, nö. Irgendwer hat geschossen und ich hab dann denjenigen erschossen. Ja, dann also. war das bei mir, Xa. Üble Karte, du siehst gar nichts hier. Ad hoc ist dabei. Ja, zack du. Ich hab dich gerade aus dem Augenwinkel gesehen. Penner. Vielleicht kriegst du eine Granate geschenkt. Oh ja, die M1 hat schon mal einen entscheidenden Nachteil. Man kann die erst nachladen, wenn die leer ist. Ach so, okay. Ad hoc und ich haben uns gleichzeitig umgehustet. Das kriegen wir irgendwie auch immer ganz toll hin. Tschüss. Ich glaube, Koya ist tot. Du bist direkt vor meiner Nase gespawnt, ne? Fast, ja. Ich habe mich 5 Schritte in der Pfanne. Oh, ich hasse sowas. Diese Luck-Kills. Also die Waffe gefällt mir durchaus, also ich kann Coach seine Sympathien dafür etwas verstehen, aber das mit dem Nachladen erst wenn sie leer ist, ist suboptimal. Das ist scheiße, ja. Huhuhu. Boah. Ey, das ist so gar nichts für mich. Das ist. Oh Mann, ich bin so schlecht in diesem Scheiß. Ich bin zu alt für den Mist. Boah, jetzt kommt Ad hoc auch noch von hinten. Echt jetzt? Alter! Nicht hier kaputt. Alter, ich hab hier Zombies am Arsch, was soll denn der Scheiß? Ja, ja. Warte mal die Tür auf! Mann. Voll die Lex hier gerade. Nö, also ich hab keine. Fünfmal gedrückt, bis die Tür aufging, auf einmal war ich mittendrin. Taxi. Ja, super. Ey, jetzt hat mit Marv mich erwischt, weil ich hier von 10 Zombies verfolgt wurde. Was nervt mich sowas denn? Was ist für den? Nee, hab ich nicht. Ach, dieser Penner schon wieder. Irgendwie freue ich mich aber auch immer ein bisschen, wenn... Scheiße, wo kam das denn jetzt her?
Verdammt, ey. Ich will jetzt auch mal eine andere Waffe ausprobieren. Ja, probieren wir die immer eins aus. Die ist echt nicht schlecht. Mach ich gerade. Also, ich empfehle dir nur, wenn du jemanden siehst und den erschossen hast, baller sofort das ganze Magazin durch. Oh, ad hoc. Ad hoc wollte ich wieder auf dem Dach klettern, weißt du? Hast du ad hoc erledigt? Ja. Ah. Mann, wir hatten alles, alles auf mich geballert. Hast du ihn erwischt? Ja, klar. Also ich hab dich auch erwischt. Was, mich? Ja. Nee, mich hast du nicht, mich, auf mich hast du nicht gestaut. Ich war von hinter dir. Du hast auf irgendeinen anderen geballert. Also zumindest standest du bei mir unten mit drin. Vielleicht hat's noch als Assist gezählt. Du hast mich nicht... Du hast mich nicht erwischt. Du hast ganz in die andere Richtung geguckt. Okay. Faszinierend. Moment, ich muss nachladen, nicht schießen. Boah, jetzt kann ich. Die Waffe ist in der Tat echt ganz cool. Sag ich doch. Scheiße, die ist nicht. Ich muss nachladen, hör auf. Ich brauch meine Pistole, gib mir die Pistole, hör auf zu schießen, ich nicht, das ist unfair. Wo bist du? Da. Oh Mann, oh. Nur wie die Idioten, ey. Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um die scheiß Handfeuerwaffe in die Hand zu nehmen? Meinst du nicht, ich muss mit Verlag laden? Da kommt der Nächste. Braucht keine Munition, so ein Scheiß. Aber die Waffe ist echt cool. Das war jetzt gerade unfassbar schlecht. Das war das so spielen echte Pros. Mach dich nicht kleiner, als du bist. Das irritiert den Gegner, sowas. Du musst wirklich viel reden und dabei durch die Gegend rennen. Am besten noch mit Ingame-Boys. Ja. Pistole. Wie kriegst du denn da? Alter Vater, ey. Ja. Jo, jetzt habe ich auch einen Zombie in der Backe. Das ist verdient haben. Bin ich nicht. Henna! Legt er sich sofort auf den Boden? Nein, ich habe nicht gedrückt. Ich hab dir ins Bein geschossen oder was? Keine Ahnung, ja, ich hab nicht X gedrückt. Das habe ich nicht mal mehr gesehen. Hey. Juhu. Jetzt hätte ich mich fast mit meiner eigenen Granate erledigt. Tippo. Jungspund. Jungspund. Haha. Na! Doppelkill wieder! Jetzt kommt er schon wieder von hinten angeschissen, das ist doch unmöglich! Oh Mann! Aber wenigstens habe ich noch mitgenommen. Ja! Ah, blöd. War mit Verlaub ein bisschen Damage. Hey, weißt du, ich bin seitlich gelaufen, hatte dich voll im Visier und als ich losgeballert habe, war da genau so ein Zaunpfahl dazwischen. Ist hier irgendwo Krieg? Ja. Oh. Schade, ich dachte, ich krieg dich mit der Granate noch. Scheiße. Die ist echt schnell leer, die Wumme, ne? Das ist echt so das Problem. Ja, das Problem ist vielmehr... wenn du
Fertig. Die Runde ist zu Ende. Ja, nee, es blinkt kurz die Liste auf, dann kommt Lording, dann blinkt kurz die Liste auf, wieder Lording. Lording? Lording. Lording? Lording. Ja, das ist ja ein Ding. Kann man die jetzt irgendwo noch einsehen? Nee, ja, die Liste Tab. Selbst nimmt. Ach ja. Was? Auf Tab? Naja, dritter Platz, nicht schlecht. Wie, wo? Nee, du bist Erster gewesen. Ich? Du musst nach Punkten gehen. Ich habe zwar die beste Kill-Tod-Ratio, aber du hast dann mehr Punkte. Warum, weiß ich zwar nicht, aber... Wo seht ihr das jetzt noch, wenn ihr auf Tab drückt? Ja, und ich sehe links noch Deathmatch und dann unten die Liste. Beste Spieler. Mhm. Links? Da bin ich auf 1 mit 600 Punkten, 12 Kills, 5 Tode. Nee. Und Xar hat 750 Punkte mit 15 Kills, 12 Tode. Das hat mir überhaupt gar nichts gebracht. Also ich habe 10 Punkte verloren, aber jetzt nichts dazu bekommen. Ich habe 4 Fame-Points mehr als vorher. Nö, ich habe genau 10 weniger. Gut, machen wir noch eins. Ja, aber Fame-Points kriegst du doch sowieso nicht dadurch, oder? Ich weiß es nicht. Ich dachte, die ersten 3 kriegen auch Fame-Points zurück. Machen wir jetzt noch mal Cargo Assault. Mehrgewürdig. Cargo Assault Brkno. Brkno. P-R-K-N-O. Ja. Ich hau es wieder raus. Cargo Assault Brkno. Oder sowas. Das sieht aus, als hätten wir 5 Buchstaben vergessen, ey. Ich hab hier kein Brkno. Du hast Brkno. Ja, natürlich. Jeder wenn ja einer Brkno hat. So was von Brkno. Ja. Gibt's da aber irgendwas, kann man da, gibt's da Medikamente gegen Brkno? Hast du nicht gesagt, dass das Cargo Assault ist? Mhm. Aber stand das da nicht? Ja. Ja doch, bei mir stand das nur unter. The cargo drop has been initiated. Ich bin jetzt Team Rot, ist das richtig? Ich bin Team Rot auch, ja. Ja. Atok sehe ich bei mir im Team. Ach Gott. Ich müsste gerade reinkommen. Atok, der kriegt auch nie genug von uns. Ich verstehe gar nicht, warum. Atok, Koya, Xa. Und an Gegner haben wir Plague und Moration, Dark Knight und Mad Marv. Also ja, die Truppe also wie, quasi genau das. Wie immer. Das ist auch nur geil. So, da kommt das Cargo-Dingens runter. Na gut, ne, da möchte ich mal prophezeien. Da haben wir doch keine Chance. Was? Keine Chance? Natürlich immer Chance. Ja, eine kleine. Jetzt hör mal auf. Huch. Ich hör auf. Soll ich rausgehen aus dem Game? Was war denn das? Ja. Ja, guck mal, die capturen schon. Ja, ich bin irgendwo am Aztec. Ja, ich bin auch 200 Meter weg von dem. Ihr seid ja auch später reingekommen. Ah, da rechts war jemand. Das gesehen, Xa? Ja, genau, da die Straße rechts runter, da weiter in Richtung Häuser. Kann aber auch einer von uns gewesen sein. Ich seh den nicht mehr über. Oh. Jetzt habe ich Atok beinahe umgehauen. Na, ich. Die sind am Cargo, okay, habt sie. Beinahe Atok umgehauen. Der kam hier aber auch im Vollsprint in das Haus rein. Achtung, Granate. Warum habe ich hier ständig... So, wir haben das Ding. Gut. Wer hat's denn genommen? Xa? Oder war es Atok? Keine Ahnung. War wohl Atok, wenn du es nicht hörst. Wo? Ich check das nicht. Aua. Red Team has taken over the cargo. Jo, das habe ich ja doch angeschossen. Ja, ich eben auch. Ich eben auch. Der läuft da halt teilweise so. Nee, das Problem ist, dass der Nachbar manchmal verschwindet, habe ich so das Gefühl. Ja, ich habe den Namen gar nicht gesehen. Ich habe nur seine Dings gesehen. Sag mal so, der Name ist. Ich verbinde mich hier gerade. Ja, der ist ja uns, sehe ich gerade. Ach Gott. Ja, der ist uns, ja. Oh, jetzt habe ich gerade abgedrückt. Oh, Scheiße. Zum Kotzen. Na komm, mach schon Revive. Was ist los? Ah.
Lebst du noch, Xa? Jupp. Na. Lebst du jetzt immer noch, Xa? Nein, jetzt nicht mehr. Komisch. Und wieder ein Kilometer davon weg. Supi. Gehst du gerade hin, Hippo? Ich versuch's. Nein, tue ich nicht. Das ist gut. Vollautomatische Waffe, das ist... Mann! Okay, wir müssen jetzt mal zusehen, dass wir das Ding wieder einnehmen. Bin tot. Ich guck mal, dass ich das da so ein bisschen von hinten rankomme. Hatte ich mir fast gedacht nach dem... Echt? Versteh nicht. Mann, voll doof. Hier sehe ich jetzt alle echt überhaupt Scheiße keinen Stich in dieser Runde. Ich habe auch niemanden erschossen. Sehr gut, wer auch immer es war, wahrscheinlich Ad-Hoc. Ja. Oder wir haben jetzt auch in unserem Team Lolindur oder wie er heißt, aber es war Ad-Hoc, ja. Also ich glaube, das soll Lolindir heißen, ich bin mir aber nicht so sicher. Ach, Lolindir, ja, oder ja. Lolindir. Ja. Ja, das ist die Frage, ne? Wir gewinnen das jetzt. Aber sowas von. Ach, Alter! Alter? Ich glaube, die sind nicht so alt. Nee, die sind sogar ganz schön jung. Sonst würden die ja zu gut treffen. Nicht, nicht, nicht! Ach, Mist! Nee, ich habe da gerade einen rauskommen sehen. Der hatte dann deinen Namen über dem Kopf, weil du in der Sichtlinie drüber warst. Oh, das kann. Und ich dachte, ich hätte gerade auf dich geschossen. Diese Runde. Wo hatten der? Wir haben gerade das Ding, aber wo kam denn der Schuss her, ey? Ein gezielter Schuss und ich leide. Es ist unglaublich. Ich sehe überhaupt gar keinen Stich. Nee. Mein Gott, ey. Jedes Mal, wenn ich spawne, habe ich so einen scheiß Zombie am Arsch. Das ist einfach zu gut. Da denken die, hey, komm. Zombie. Das nervt mich. Was soll der Scheiß? Bei so einem Cargo-Assault hier, dass die Zombies rumlaufen. Ich finde das... Ich finde das schon okay. Ich finde das nervig, weil das hat im Deathmatch hier nichts zu suchen. Ja. Jedes Mal muss ich meine Position verraten. Ad-Hoc liegt schon wieder auf dem Dach. Hallo? 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 Jetzt. Wir haben das Ding gerade, ne? Ja, genau. Ja. Wir haben, ja. Ausnahmsweise eine gute Position. Ich habe überhaupt kein Fadenkreuz, wenn ich, oder? Warte mal, wenn ich... Ja. Aber ich glaube... Ich glaube, ich habe hier ein geschlossenes Fenster vor mir. Das ist unpraktisch. Das sieht man mal daran, dass die zu sind. Ja, aber dann ist das Fadenkreuz auch. Ich dachte, dann könnte er trotzdem durchschießen, aber. Ha! Hab einen. Ja, gratuliere. Danke. So, ich habe Stellung bezogen. You have 30 seconds left. Also ich habe hier ganz cool die andere Seite in Sichtweite. Sehr gut. Ich bin von der Tok, den seht ihr ja wahrscheinlich auf dem Dach links. Ja, und Lolindio hat wohl das andere. So. Und das glaube ich ganz gut. 10, 9, Blick. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ha! Yes. Yes. Yes! Ich habe uns den Sieg festgehalten mit meinem ersten Kill! Oh, Ad-Hoc hat gut aufgeräumt. Alter, war ich schlecht. Oh.
Aber wir haben gewonnen, das ist die Hauptsache. Das hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Das sah zwischendrin eigentlich ganz anders aus. Ja, ja gut, aber ich habe einmal von hinten komplett aufgeräumt. Das hat uns, glaube ich, dann gut Luft verschärft. Das ist schön, dass bei Xar hinten aufgeräumt ist. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ist ein bisschen eine kürzere Folge zugegeben. Aber wenn wir jetzt noch ein Match machen, das dauert wahrscheinlich ein bisschen zu lang. Also von daher, nächste Folge, Scum. Mal schauen, was wir dann anstellen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Oh, the best. Zum nächsten Mal. Ich würde am liebsten jetzt gerade weiterballern, aber das ist leider Xar. Tschüss. Ciao. Tschüss.